Erst dann darf die Lampe leuchten. Genauso ist es. Ein kurzer Stoß auf die Glocke, damit auch da keine Lampe leuchtet in dem Fall. Und dann haben wir eine erste Entscheidung, nämlich die im Kampf um Platz 3. Bei den German Masters 2020. Deutlich zu erkennen, ein Größenunterschied zwischen Unterhauser links und Weltrupp rechts. Der aber zunächst mal überhaupt keine Rolle spielt, denn Samuel Unterhauser geht hier mit 1:0 in Führung. Also Degenfechter, großgleich erfolgreich, ist sicherlich eine probate Formel, aber sie ist nicht immer gültig. Mit einem entsprechenden Mensurverhalten, mit einer guten Beinarbeit, mit einem guten Auge, mit technischem Vermögen lässt sich sehr viel machen hier. Schön gesehen, diese Parade von Unterhauser. Und die Riposte jetzt gleich hinterher. Auch klar, selbst wenn es in Tauberbüchersheim nicht mehr die ganz großen Erfolge gibt, die Strukturen, die sind ja immer noch vorhanden, die sind ja nicht weg. Es gibt ja immer noch gute Trainer dort, es gibt fantastische Trainingsbedingungen. Also das Umfeld, die Peripherie, die ist ja noch da. Und warum sollen dann die Erfolge nicht irgendwann auch wieder zurückkehren, beziehungsweise das technische Vermögen darunter leiden? Dass der gesamtdeutsche Fechtsport nicht mehr der Weltspitze ist. Weltrupp mit dem Anschlusstreffer 1:2. Ja, das war ein bisschen zu einfach. Da hat aus meiner Sicht der Abstand auch nicht so richtig hingehauen für diese Attacke. Da war mit 2, 3 Schritten rückwärts aus Sicht von Paul Weltrupp viel gemacht, um dann die Klinge wegzunehmen und zurückzustoßen. Das war schon wieder besser, regelrecht gut, ziemlich unscheinbare Aktion, quasi aus dem Nichts, aber genauso muss es ja eigentlich auch sein, ja, dass man die nicht telegrafiert annonciert, jetzt komme ich mit Riesenbewegungen, sondern zack, ist man drin. Der Gegner fragt sich, uff, wo kommt denn der Treffer jetzt her? Och, nach einem Double ist aber keins gewesen, weil nur eine Lampe leuchtete, nämlich die rechte, die grüne, zum Wiederausgleich 3:3. So eine Art Speer mit Stoß von Samuel Unterhauser. Sah fast aus wie ein Doppeltreffer, aber hat er geschickt die Klinge seines Gegners geblockt, seine eigene ins Ziel gebracht und damit den singulären Treffer erzielt. Ja, hat die Konzentration der Samuel und das Gespür auch für die Situation, für das Tempo, wie die Fechter sagen. Er hat das Tempo, also den richtigen Moment, um die Aktion. Oh, der war schön, der war schön. Muss man sich vorstellen, da ist dann eine Trefffläche so groß im Schnitt wie ein Euro-Stück für eine Zehntelsekunde frei. Und genau da hat er hingetroffen. Auf die Hand seines Gegners Paul Weltrupp, jetzt mit dem 7:4.
variantenreich. Jetzt mal unten probiert. Degen. Beim Degen ist ja die Trefffläche der gesamte Körper und das nutzt Samuel Unterhauser perfekt aus. Mal die Hand, mal den Fuß, mal der Oberkörper. Also er ist da sehr breit, was sein Variantenreichtum aufgestellt, sehr aufgestellt. Ficht ein breites Spektrum und beherrscht hier seinen Gegner zumindest in dieser ersten Runde. 8:4 der Zwischenstand. Und man darf ja nicht vergessen dafür, dass die Fechter ja seit Monaten keinen Wettkampf mehr hatten. Gab es ja heute wirklich jede Menge Gefechte zu absolvieren in den Vorrunden 7. Dann das Achtelfinale, dann 2 Viertelfinals, 1 Halbfinale und jetzt Gefecht um kleine Finale. Also weit über 10 Gefechte, das muss man dann auch erstmal lösen und auch durchhalten. Also das lässt sich ja mit einer Trainingsintensität nur sehr schwer duplizieren, vergleichen. Im Wettkampf gibt es eben dann doch nochmal so einen Tick mehr Spannung. Ja, feine Klinge von Unterhausen. Samuel Unterhauser also wiederholt mit dem wirklich sehr guten Blick. Tolle Beinarbeit, auch wenn er den Treffer jetzt nehmen muss, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist aus Sicht von Paul Weltrup natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, weil die Attacke schien mir auch wieder ein bisschen unmotiviert zu sein. Tempoabstand aus meiner Sicht nicht optimal, folgerichtig die Parade von Weltrup, aber die Riposte nicht ins Ziel sozusagen auf die Trefffläche gebracht und dadurch dann im Nachfassen Unterhauser mit dem 10. Punkt und der Ärger von Weltrup. Und jetzt wieder so ein unscheinbares Ding, aber sehr effektiv und die 6 Punkte Führung für Samuel Unterhauser in dieser zweiten Runde, wo noch über 2 Minuten zu fechten sind. Also gut möglich, dass wir hier ein vorzeitiges Ende finden, wenngleich Weltrup jetzt wieder einen gemacht hat. Und den nächsten setzt. Gut, 2 in Folge. Ist gut für Paul Weltrup. Samuel Unterhauser, der gerade seine Waffe reklamieren ließ, checken ließ sozusagen, reklamiert hat und checken ließ, ob sie okay ist, wird sich dann vielleicht sagen, oh, muss nicht unbedingt sein, dass ich 2 am Stück kassiere. Und findet die richtige Antwort. Wir müssen ja immer sehen, was hier bei den German Masters gut funktioniert, wie wird es dann übersetzt bei einem Weltcup? Ja, Runde der letzten 32 oder Runde letzte 16, da hast du Weltklasse-Leute vor dir und da werden natürlich dann Fehler gnadenlos dann bestraft, beziehungsweise ist es so schwer, eigene Punkte zu machen, dass jeder Fehler doppelt wehtut. War eine schöne Überkopfaktion von Unterhauser, sieht man sonst eigentlich eher im Herrenflorett. Ja, und der war natürlich jetzt maliziös gemacht, ja, also mitgestoßen, abgeduckt, die Trefffläche extrem verkleinert, das alles in Bruchteilen von Sekunden, 13:7 von Samuel Unterhauser auf dem Weg ins Finale, ich denke ja. Und er straft mich jetzt hier nicht lügen mit dem 14. Punkt Matchpoint, einen braucht er noch und er sollte auch gleich kommen. Thank you.
Ja, lässt nochmal den achten Punkt zu. Auch ganz interessant zu sehen. Samuel Unterhauser postiert sich gern am letzten Meter, provoziert damit eine Aktion seines Gegners und hat hier die Riposte nicht ins Ziel gebracht, sondern nochmal einen Treffer genommen. Allzu viele sollten es jetzt in nächster Zeit nicht werden, aus seiner Sicht. Bin hier ganz neutral, sonst wird aus einem fast sicher geglaubten Sieg nochmal eine enge Kiste, die jetzt aber zugemacht ist. 15:9 gewinnt Samuel Unterhauser das kleine Finale, das Gefecht um Platz 3 bei den erstmalig ausgetragenen German Masters 2020. Ich glaube, damit kann er ganz gut leben. Ist soweit okay. Was sagt das Gesicht? Ich kann nichts rauslesen. Ah, vielleicht so eine leichte Zufriedenheit. Leichte Zufriedenheit, dritter Platz ist okay. Und wir haben jetzt gleich im Anschluss das Finale.